Charlottesville. Erleben diese Bewegungen einen Aufschwung? Die sind aktiver als je zuvor. Reporter AC Thompson will wissen, ich möchte mit Ihnen darüber reden, was Sie in Charlottesville gemacht haben. Wer hinter der Gewalt steckt. Man sieht in Videos, wie sie sich auf die Menge stürzen. Man hat gespürt, wie wütend die waren, aber auch wie happy, dass sie die Leute so einschüchtern können. Er deckt ein Netzwerk auf, das über Charlottesville hinausgeht. Ja, er dient bei den Marines. Und großen Zulauf findet. Amerikas neue Nazis. Aufmarsch in Charlottesville. Charlottesville, Virginia, 12. August 2017. Ich verfolge Hassverbrechen seit dem Präsidentschaftswahlkampf. Man spürt, dass in diesem Land etwas gärt. Die Demo in Charlottesville fand angeblich wegen eines Denkmals der Konföderierten statt. Aber es ging ganz klar um mehr. Es war, als stünde eine rassistische Abrechnung bevor. Ich will vor Ort mehr erfahren. Eigentlich wollte ich Fragen stellen, aber als es immer chaotischer zuging, war klar, hier kann man nicht zuhören und verstehen. Hier geschieht ein Verbrechen. Ich bin wegen einer der größten Demos der rechten Szene nach Charlottesville gefahren. Ihr Motto: Unite the Right, vereint die Rechte, mit Teilnehmern aus mindestens 35 Staaten. Guten Tag, ich bin Polizeichef Thomas von der Polizei Charlottesville. Wir werden am Wochenende verstärkt präsent sein, mit mehr als 100 Beamten von uns und mehreren hundert von der staatlichen Polizei in Virginia. Auch die Nationalgarde hat die Lage im Blick. Am Tag vor der Demo kommen ein paar Reporter zur Pressekonferenz. Ich habe von anderen in Charlottesville noch etwas erfahren. Eine letzte Frage. Heute Nacht soll es einen nicht genehmigten Fackelzug geben. Haben Sie Informationen dazu? Ich habe auch davon gehört, aber uns liegen keine Details vor. Wann soll der denn stattfinden? Wohl um 5 oder 6 Uhr. Und wo? Es heißt nicht weit von hier. Die Polizei kennt die Gerüchte, aber vor der Uni ist es ruhig. Es scheint, als fände der Marsch doch nicht statt. Doch dann plötzlich überall Fackeln. Wie aus dem Nichts tauchen hunderte Neonazis und weiße Nationalisten auf und laufen über das Universitätsgelände. Als sie einige Gegendemonstranten umstellen, schaut die Polizei passiv vom Rand aus zu. Emily Gorsensky ist in dieser Gruppe und streamt alles mit dem Smartphone.
We are surrounded on all sides by hundreds of Nazis. We have no way out. Where are your friends at, bitch? Where are your friends at, bitch? We outnumber you. We outnumber you. We run this shit, not you. White lives matter. White lives matter. White lives matter. White lives matter. Ich wurde getreten und geschlagen, auch an den Kopf, wohl mit einer Fackel. Als ich vorwärts ging, wurde ich zurückgestoßen. Ich dachte, ich muss sterben. In dem ganzen Durcheinander dachte ich nur, dass ich weiter filmen muss. Wenigstens das. Ja, 100 Leute haben da eine kleine Gruppe Studenten verprügelt. 10 oder 15? Man hat gespürt, wie wütend die waren, aber auch wie happy, dass sie die Leute so einschüchtern können. Haben Sie so etwas schon mal erlebt? Nein, noch nie. Die haben gejubelt, sind durch die Straßen gerannt, haben Leute angeschrien und sind unbehelligt davongekommen. Am nächsten Tag sind sie noch weitergegangen. Yeah, here we go. Am Morgen nach dem Fackelzug begleite ich eine Gruppe Geistlicher. Die weißen Rassisten, die am Abend zuvor andere angegriffen haben, sind wieder da. Antifaschistische Gegendemonstranten verstellen ihnen den Weg. Um 21:15 entsteht ein Handgemenge. Weiße Nationalisten, die Hände zum Teil wie Boxer verbunden, schlagen und würgen Menschen, die ihnen den Weg verstellen, und lassen sie blutend am Boden liegen. Hier herrscht offene Gewalt. Die benutzen Pfefferspray und schlagen mit Stöcken auf andere ein. Mal sehen, ob die Polizei eingreift oder das alles so weiterlaufen lässt. Wir haben Anweisungen, hier die Ordnung zu wahren. Und das tun wir gerade. Hunderte protestieren gegen die weißen Nationalisten, meistens gewaltfrei. Es gibt auch kampflüsterne, schwarz gekleidete, militante Antifaschisten. Die Aggressivität steigt, doch die Polizei sieht nur zu. Mit Schilden und Knüppeln bewehrt, drängen sich ein paar weiße Nationalisten unter die Demonstranten. Einige schlagen zurück, doch niemand wird verhaftet. Die Gewalt eskaliert. Gegen Mittag schlagen Rassisten den Demonstranten DeAndre Harris in einem Parkhaus neben einer Polizeiwache mit Stöcken, Rohren und Brettern zusammen. Polizei, warum muss hier jemand sterben? Macht euren verdammten Job! Kommt mal einer her und macht seinen Job! Die Polizei schreitet nicht ein. Dann, um 13.45 Uhr, wird aus der Schlägerei ein Terrorakt. Ein grauer Dodge rast in eine Gruppe Demonstranten. 20 Personen werden verletzt. Die 32-jährige Heather Heyer stirbt. You had a group on one side that was bad and you had a group on the other side that was also very violent. Nobody wants to say that, but I'll say it right now. We condemn in the strongest possible terms
this egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. It was really something else to see. This news conference, Bill, encapsulated the president's thinking, his reasoning, and frankly, his frustration over the events that took place over the weekend in Charlottesville. He defended his initial comments and says there is plenty of blame to go around on both sides. Specifically, he mentioned what he called the alt-left. Excuse me. What about the alt-left that came charging at the, as you say, the alt-right? Do they have any semblance of guilt? Today, David Duke, the former Grand Wizard of the KKK, tweeted this. Grateful to the president for his words today. Thank you, President Trump, for your honesty and courage to tell the truth about Charlottesville and condemn the leftist terrorists in Black Lives Matter / Antifa. Here in Charlottesville, one white nationalist told us the president has helped them. He's opened up a door. His movement has opened up a door, but it's up to us to take the initiative. Die Worte von Präsident Trump rufen im ganzen Land Empörung hervor. Die Rechten loben sie, andere sind verärgert. Wie der damalige Bürgermeister von Charlottesville, der Demokrat Mike Signer. Gruppen, die bisher verborgen am Rand der Gesellschaft existiert haben, kommen jetzt in den Mainstream. Sie wollten die Rechte in Charlottesville vereinen. Sie sind jüdischer Bürgermeister einer kleinen Stadt im Süden. Bestimmt haben Sie viel Ablehnung erlebt. Ja, mit hunderten Tweets und Briefen. In einer Karikatur drückt Robert E. Lee auf den grünen Knopf einer Gaskammer. Mit Photoshop wurde da mein Gesicht reinmontiert, inklusive David Stern auf dem Revers. Wegen der Sache mit der Statue der Konföderierten. Wurden Sie gewarnt, dass die mit Knüppeln und Pfefferspray anrücken und Gewalt anwenden würden? Nein. Wir hatten im Stadtrat eine Besprechung mit drei Mitgliedern der Polizei von Virginia, aber es gab keine Hinweise auf eine Bedrohung. Soweit ich weiß, wurden 10 Personen wegen der Vorfälle strafrechtlich verfolgt. Finden Sie das angemessen? Sollten viel mehr sein. Die Demo Unite the Right war ein Wendepunkt für die rechte Szene. Jahrelang isolierte Gruppen finden jetzt offen zusammen. Einem unabhängigen Bericht im Auftrag der Stadt zufolge ist die Gewalt auf das Versagen der Polizei zurückzuführen. Ich möchte die Polizei von Charlottesville zu den Ereignissen befragen und wissen, ob seitdem irgendwelche Änderungen vorgenommen wurden. Aber sie will nicht reden. Und die staatliche Polizei auch nicht. Ein Mann wurde wegen des Mordes an Heather Heyer angeklagt. 4 andere wegen des Angriffs auf DeAndre Harris. Doch die meisten Täter sind unbehelligt entkommen. Ich will wissen, wie viele Personen strafrechtlich verfolgt wurden und wie viele Fälle noch offen sind. Da ich in Charlottesville keine Antworten bekomme, suche ich sie selbst. Wer sind diese weißen Nationalisten, die nach Charlottesville gekommen sind? Und warum waren die Behörden nicht vorbereitet? In New York treffe ich einen ehemaligen FBI-Agenten. Er hat in den 1990ern Neonazi-Gruppen infiltriert. Das ist aus Charlottesville. Mike German hat den Weg der Gewalt in Charlottesville verfolgt. Da müsste die Polizei eingreifen, aber sie tut es nicht. Die ist nicht mal zu sehen. Sie kann ja zusehen, wie sich die Typen prügeln, aber dann muss sie hinterher. Und wenn sich die Menge trennt, zugreifen. Die haben sie nicht mal zu Hause aufgegriffen. Man kann die ja gut identifizieren. Das Interessante an Charlottesville ist, dass die Gewalt auf solchen Demos schon seit 2 Jahren deutlich zunimmt. Increasing violence at these protests. There was Anaheim. Es gab Anaheim.
Sacramento. Die erste Demo in Berkeley 2017. Die Demo in Huntington Beach. Auf der zweiten in Berkeley gab es noch mehr Gewalt. Dann die fünfte, sechste, siebte. Ich habe die Entwicklung von New York aus verfolgt. Das war nicht nur vorhersagbar, das wurde vorhergesagt. Warum haben die Regierung, das FBI und das Heimatschutzministerium nicht besser informiert? Vor allem, wenn Personen aus anderen Staaten anreisen, sollte es eine Warnung geben. Denn die waren schon in Berkeley und Huntington Beach in Gewalttaten verwickelt. Wo war das FBI? Vielleicht hat es sich ja auch aus dieser Sache bewusst zurückgehalten, was allerdings noch schockierender wäre. Wenn man es immer wieder zulässt, dass Personen aus dieser politischen Szene Gewalt anwenden, dann denken die irgendwann, die Polizei hat nichts dagegen. Genau, die denken, die Polizei schütze sie von der Anreise über die Tat bis hin zur Abreise. Sie glauben, ihr Vorgehen sei staatlich legitimiert. Deshalb wird die Gefahr noch zunehmen. Vom FBI will niemand mit mir reden. Aber in einer Stellungnahme heißt es, das FBI kontrolliere keine Ideologie, ermittle aber schon lange zu extremistischen Nationalisten und werde dem Gesetz Geltung verschaffen. Messerstechereien, Schießereien, Prügeleien. Auf allen Demos vor Charlottesville tauchen dieselben Gesichter auf. Ein Gesicht fällt mir zuerst bei einer Pro-Trump-Veranstaltung in Huntington Beach auf. Bei anderen Demos wirkt er wie ein Anführer. Da er für kurze Zeit inhaftiert war, kann ich ihn identifizieren. Robert Rundo lebt inzwischen in Kalifornien. Aber sein Vorstrafenregister beginnt in Queens, New York, als Anführer einer Straßenbande. Der Staatsanwalt von Queens zeigt mir Rundos Akte. Der zufolge war seine Bande nicht rassistisch, enthielt ein paar Latinos und führte Bandenkriege. Bei der gegnerischen Gang MS-13 galt Rundo als der weiße Teufel. 2009 ist auf einem Überwachungsvideo zu sehen, wie seine Bande Mitglieder von MS-13 jagt. Rundo sticht auf einen der Typen ein und als der hinfällt, sticht er noch 6-mal zu. Lowell Smith war 26 Jahre Bewährungshelfer in Orange County. Er hatte vor allem mit weißen Nationalisten zu tun. Rob Rundo, um den es hier geht, der hat dieses Tattoo auf dem Rücken. Was bedeutet das? Der Totenkopf taucht meistens bei Neonazi-Gruppen auf. Das fing mit Adolf Hitler und seiner Gestapo an. Wow. Eins versuche ich die ganze Zeit zu verstehen. Rob Rundo wächst in Queens, New York auf und ist Mitglied einer multikulturellen Gang. Er kommt ins Staatsgefängnis von New York und als er entlassen wird, ist er offenbar Neonazi und weißer Rassist geworden. Das Gefängnis ist voller Hass, es gibt Übergriffe und rassistisch motivierte Gewalt. Die Rassen gehen sich aus dem Weg, um sich zu schützen. Aus diesem Grund muss man auch Bündnisse mit gewaltsamen Hardcore-Skinheads schließen. Wer rauskommt, ist ideologisch geprägt. Das überrascht Sie nicht? Nein, überhaupt nicht.
Im Verlauf der Zeit und vor allem in den vergangenen Jahren hat sich die rechte Szene klar verstärkt. In den vergangenen Jahren? Ja, ich habe sie in meinem Job nie aktiver erlebt. Seit fast 30 Jahren. Ja, früher war sie nicht im Mainstream. Heute schließen sich dieser Bewegung sogar College-Studenten an. Aus der Subkultur in den Mainstream des amerikanischen Lebens. Das macht mir Sorgen. Es könnte ein zweites Charlottesville geben, aber noch schlimmer. Junge weiße Nationalisten drängen in den Mainstream und Rob Rundo gehört dazu. Seine Gruppe tritt erstmals bei einer Pro-Trump-Veranstaltung in Huntington Beach in Erscheinung. Ihr Banner trägt die Aufschrift »Verteidigt Amerika«. Antifaschisten vor Ort werden direkt attackiert. Rundo hält einen Gegner am Boden fest und schlägt mit den Fäusten auf ihn ein. Ein anderer greift Frank Tristan an, einen Journalisten aus Orange County. Wussten Sie zu dem Zeitpunkt, dass eine Gruppe für all das verantwortlich ist? Nein, obwohl man gesehen hat, dass die organisiert sind. Sie hatten ja auch ein Banner. In der Redaktion habe ich Gustavo davon erzählt. Er wollte dann, dass ich herausfinde, wer diese Typen sind, die andere angreifen. Ich habe auf Fotos von diesem Mega-Marsch einen mit geschorenem Kopf und einer Jacke mit dem Logo der Hammerskins gesehen. Der trug die da ganz offen. Frank hat herausgefunden, dass der Typ gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war, wo er wegen eines Hassverbrechens gesessen hatte. Da war klar, dass die nicht zufällig da sind. Das war alles organisiert. Über soziale Medien und Gerichtsakten finden Frank und Gustavo den Namen von Rob Rundos Gruppe heraus. Rise Above Movement oder kurz RAM. Die Mitglieder stellen sich als patriotische Nationalisten dar. Ihre Facebook-Beiträge enthalten antisemitische und rassistische Bilder. Fotos und Videos zeigen sie beim Training mit den Hammerskins, der wohl größten Neonazi-Gruppe Amerikas. Das ist ein Hammerskin. Die machen ihr Kampftraining mit den Leuten von RAM. Die haben zusammen trainiert und sind unter demselben Namen aufgetreten. Eine neue rechte Gruppe absorbiert also die alte Garde. Ja. Oh, check it out. If anyone wants to know, this is what we're about. It's Rise Above Movement. We were at Berkeley, at Huntington. Now we're here. That's right. Nach einer Trump-Veranstaltung in Huntington Beach steigt die Anzahl der Follower von RAM in den sozialen Medien rasant. Zur Zeit der Demo in Charlottesville gelten sie landesweit als weiße Straßenkämpfer. Rob Rundo ist der Anführer von RAM. Über Online-Videos und Gerichtsakten kann ich weitere Mitglieder identifizieren. Was ist mit diesem hier? Wisst ihr, wer das ist? Okay, lass das so stehen. Und jetzt zum Video aus Charlottesville. Ein Gesicht habe ich schon mal gesehen. Am 12. August in Charlottesville, wo der Typ seine Hände zum Kämpfen verbunden hat. Er hat seine rechte Hand verbunden. Die rechte Hand. Und die linke? Das sehen wir gleich. Beide verbunden. Das ist derselbe. Man sieht, wie dieser RAM-Typ auf Demos in Kalifornien andere attackiert. In Charlottesville ist er an einem der ersten Kämpfe beteiligt, die zur Eskalation der Gewalt führen. Aber ich weiß nicht, wer er ist. Mithilfe der Propagandavideos von RAM mache ich einen ihrer Trainingsplätze ausfindig. Im Marblehead Park in San Clemente filmen sie Trainingsvideos und zelebrieren Fitness, Kriegergeist und politisch motivierten Straßenkampf.
Sie werben mit der Idee, zu Männlichkeit und traditionellen Werten zurückzukehren. Die Kampfszenen vermitteln, dass es nicht nur um reine Lebensführung geht, sondern auch darum, ein Krieger zu sein. Einen 16-, 17-jährigen weißen Jungen könnten diese Videos durchaus ansprechen. Die wirken wie eine Randgruppe. Warum muss man die im Auge behalten? Zunächst einmal geht es um Gewalt. Kleine Gruppen können genauso viel, wenn nicht mehr Schaden anrichten als große. Wie beim Bombenanschlag in Oklahoma City. Eine relativ kleine Gruppe hat damals den größten inländischen Terroranschlag vor 9/11 verübt. Gewalt kann auch von einer kleinen Randgruppe kommen. Einer kleinen Randgruppe. Vielleicht wirkt sie wie eine kleine Randgruppe, aber am erfolgreichsten sind die weißen Nationalisten, die am wenigsten auffallen. Deshalb laufen die auch nicht in Uniformen rum. Die sind nicht im ganzen Gesicht tätowiert und mischen sich unters Volk. Das gilt auch für die Themen, über die sie reden, wie Einwanderung, über die überall diskutiert wird. Weiße Nationalisten greifen das auf und sagen, es gibt eine Invasion, Amerika wird belagert. So können sie ihre Anhänger aus größeren Teilen der Bevölkerung rekrutieren, als wir uns eingestehen. Ein paar Monate nach Charlottesville poste ich einen Artikel mit Videos über die Gruppe und nenne Rundo und andere Mitglieder beim Namen. Polizei und FBI nehmen Kontakt mit mir auf. Sie leiten eine Ermittlung zu Rundos Gruppe ein. Aber offiziell sagen sie das nicht. Ich will mit Rundo reden, aber der ist in Europa und vernetzt sich mit dortigen Extremisten. Den Ram-Typen auf den Fotos aus Charlottesville mit der Make America Great Again-Kappe, der anderen ins Gesicht schlägt, kann ich immer noch nicht identifizieren. Dann bekomme ich einen Tipp. Es ist Michael Misselles. Misselles ist nicht vorbestraft, promoviert an der Universität von Kalifornien und hat eine Unbedenklichkeitserklärung für seine Tätigkeit beim Rüstungsunternehmen Northrop Grumman. Hey Mike. Hallo Mike, wie geht's? AC Thompson, ich möchte mit Ihnen darüber reden, was Sie vergangenes Jahr in Charlottesville gemacht haben. Tut mir leid, darüber weiß ich nichts. Aber man sieht Sie auf Videos und Fotos von dort. Nein, Sie verwechseln mich. Wissen Northrop und die Uni, dass Sie was mit Ram zu tun haben? Ich muss gehen. Wir identifizieren Michael Misselles in einer Reportage. Am nächsten Tag gibt Northrop Grumman bekannt, dass er entlassen wurde. Im Verlauf meiner Recherchen erlebe ich, wie das Land von einer Welle rassistischer Gewalt erfasst wird. Die Polizei verzeichnet einen starken Anstieg an Hassverbrechen im ganzen Land. Laut FBI die größte Anzahl seit 5 Jahren. Ein Fall fällt mir besonders auf. Prosecutors say Samuel Woodward took Bernstein to a park and killed him with a knife. Bernstein was found with more than 20 stab wounds. 20-year-old Woodward was the last person to have seen the pre-med student while he was home for winter break. Do you think your son could have been targeted because he was Jewish? Absolutely. He was also a gay man. Gegen Samuel Woodward wird ermittelt. Allerdings nicht wegen Hate Crime, also Hassverbrechen. Ich suche Samuel Woodward, der Blaise Bernstein, einen schwulen jüdischen College-Studenten, in diesem Park ermordet haben soll. Vielleicht ist das ein Hassverbrechen. Was wissen Sie von Woodward? Woodward ist Teenager. Er wuchs in Newport Beach im Luxus auf. Die Mitglieder der Familie sind gläubige Katholiken.
Die gehören zu einer der reichsten Gemeinden in Orange County, eine sehr konservative Gemeinde. Sie beobachten Gruppen weißer Nationalisten seit vielen Jahren. Hatten Sie Woodward auf dem Radar? Gehörte er zu den Gruppen in Orange County? Nein, hier gibt's die Volksfront und die Hammerskins. Ich kenne die Neonazi-Gruppen hier, ihn aber nicht. Woodward hatte offenbar niemand auf dem Schirm und er scheint auch nicht zur hiesigen rechten Szene zu gehören. Der Angeklagte ist Woodward. Woodwards Gerichtsakte enthält nur wenig Details. Auch von Mitschülern ist kaum etwas zu erfahren. Er gilt als introvertiert und hat die meiste Zeit wohl im Internet verbracht. Orange County scheint eine Sackgasse. Doch dann gibt mir ein Journalist Fotos von einem Twitter-Konto, auf denen Sam Woodward beim Training mit einer Neonazi-Gruppe zu sehen ist, die sich Atomwaffen-Division nennt. Ein Kollege stellt einen Kontakt zu der Person her, die die Fotos gepostet hat. Er gehörte früher zur Atomwaffengruppe und verweist mich an das Mitglied mit dem Nickname Ted Bundy. Der lebt bei seinen Eltern in einem Vorort von DC, wo vor allem Mitarbeiter der Nachrichtendienste wohnen. Auf Facebook postet er Nazi-Bilder und Selfies mit Waffen. Ich habe auch Fotos von ihm in Charlottesville. Ich bin Reporter bei ProPublica und PBS Frontline. Wir arbeiten an einer Dokumentation zu neuen Neonazis. Das ist ein Nazi-Emblem, die schwarze Sonne. Und das ein T-Shirt der Gruppe Atomwaffen. Sein Vater will die Echtheit der Fotos auf Facebook weder bestätigen noch leugnen. Doch am nächsten Tag ruft mich jemand von der Familie an. Der Sohn habe die Gruppe verlassen, weil sie zu extrem sei. Er hätte nichts mehr damit zu tun. Sie sollten wissen, dass eine Person aus der Gruppe, in der ihr Sohn war, beschuldigt wird, einen schwulen jüdischen College-Studenten ermordet zu haben. Das ist schwer zu belegen. Die Atomwaffengruppe achtet besessen auf Geheimhaltung und kommuniziert nur verschlüsselt über das Programm Discord. Das ehemalige Mitglied schickt uns Protokolle von 250.000 Nachrichten der Gruppe. Darin tauchen Ted Bundy und Sam Woodward auf. Dann fällt mir etwas auf und ich muss zurück nach Charlottesville. Beim Fackelzug im August wurde Emily Gorsensky angegriffen, als sie alles live gestreamt hat. Jetzt kommen in den Protokollen neue Details ans Licht. Sie haben mir Nachrichten geschickt, als ich in Kalifornien war. Wir haben uns gefragt, ob es Leute von Ram waren, die sie angegriffen haben. Wir haben Chatprotokolle der Atomwaffen-Division, dieser extremen Neonazi-Gruppe. Hier redet einer von Unite the Right und schreibt dann, hatte gerade einen Kampf. Wenn ihr jemanden im Trainingsanzug seht, das bin ich, hat Emily Gorsensky umgehauen. Der nennt sie mit vollständigem Namen. Wir glauben, das ist der Typ im Trainingsanzug, Vasily Pistolis. Er dient im Marine Corps der USA. He's a private first class in the US Marine Corps. That's unbelievable. Unfassbar. So there is somebody with a tracksuit. Da war einer im Trainingsanzug. Wir haben ein Foto von ihm. And if we look, we can see him. Hier. Back here. Das ist er. Im Trainingsanzug von Adidas. Das ist der Typ. Das ist er.
Und dann rennt er und stürzt sich in die Menge. Er hat nicht mich, sondern die Person rechts neben mir getroffen, aber er greift definitiv an. Das war der Auslöser für die Gewalt der gesamten Gruppe. Und dann ging es richtig ab. Ein Handgemenge. Auf diesem Bild sieht man denselben Typen. Ja, das ist er. Derselbe Haarschnitt. Der Haaransatz ist unverwechselbar. Ja, der spitze Haaransatz. Er greift Menschen an und arbeitet gleichzeitig für die US-Regierung bei den Marines. Das Militär verbietet die Mitgliedschaft in rassistischen Gruppen. Und das Pentagon hat die Gewalt in Charlottesville öffentlich verurteilt. Dann bekomme ich eine E-Mail von einem Veteran der Marines. Kurz nach der Demo in Charlottesville fiel meiner Bekannten ein Kommentar von Pistolis auf Facebook auf, in dessen Profil steht, dass er aktiv bei den Marines dient. Aber Nazis sind im Militär verboten. Sie hat mir einen Screenshot geschickt, damit ich das seinem Vorgesetzten melden kann. Ed Beck hatte im Irak in der gleichen Einheit gedient, der Pistolis am Stützpunkt Camp Lejeune angehört. Ich habe zu Pistolis recherchiert und verschiedene Websites gefunden, auf denen er seit Jahren rechte, rassistische und antisemitische Inhalte postet. Beck kennt die Aufnahme von Pistolis beim Fackelzug. Aber er hat auch Videos aus Charlottesville, die ich noch nicht gesehen habe. Er hat die Kleidung gepostet, die er bei Unite the Right tragen wollte. Eine Punisher Cap. Punisher Cap, Flagge und Maske, die er aber nicht benutzt hat. Ich habe mir Fotos und Videos angesehen. Pistolis ist hier. Ja. Er dreht sich um, rückt vor und holt aus. Er taucht ja in allen Bildern auf. Genau in der Mitte. Hier sieht man, wie er zuschlägt. Oh, wow. Wow, das kenne ich noch nicht. Wahnsinn. So ist er auf mehreren Videos zu sehen. Wow, der schlägt den Typen zu Boden, oder? Ja. Brutal. Seine Attacken am Samstag sind auf mindestens 6 Videos zu sehen. Was hat Sie veranlasst, die Polizei zu verständigen? Pistolis war auf der White Lives Matter Demo in Shelbyville, wo eine Neonazi-Gruppe ein gemischtrassiges Paar angegriffen hat. Das ist Pistolis. Die Polizei von Nashville hat Zeugen gesucht. Da habe ich ihn bei der Militärpolizei gemeldet. Ich habe gesagt, dass ich Beweise habe, dass er seit Jahren Nazi ist und in Charlottesville Personen angegriffen hat. Alles am Telefon? Ja, am Telefon. Und dann? Der wollte das weiterleiten und man würde sich melden, aber ich habe nichts mehr gehört. Ich habe mehrfach bei den Marines nachgefragt. Offenbar wurde eine Ermittlung zu Pistolis eingeleitet, zunächst aber ohne Ergebnis. Ich wende mich per E-Mail an Pistolis, aber er leugnet, in Charlottesville gewesen zu sein. Ich soll ihn anrufen. Hey, AC hier. Vasilios? Ja. Sie sagen, Sie waren nicht in Charlottesville, aber Sie sind auf Fotos zu sehen und in Discord-Chats berichten Sie von Angriffen auf mehrere Personen wie Emily Gorsensky. Talking about assaulting people and assaulting Emily Gorsensky. Das war ich nicht. Klar, aber man sieht sie auf Fotos. Ich versuche so aufrichtig zu sein, wie es geht, Mann. Wie ich gesagt habe, ich habe schon Probleme deshalb. Ich belasse es dabei, wie es jetzt ist. Ich habe das alles hinter mir gelassen. Zitiere mich nicht falsch, ich zeichne das Gespräch nämlich auf. Das ist alles Vergangenheit. Ansonsten gibt's nichts zu sagen. Diese Typen sind bekloppt.
Das heißt nicht, dass ich nicht gewisse Überzeugungen habe, aber ich will nichts mehr mit bescheuerten Sachen zu tun haben. Verstehe. Sie sagen, Sie waren nicht in Charlottesville. Sie fangen von vorn an. Sie wollen nicht reden. Das ist alles nur ein Witz, klar? Wenn du das nicht kapierst, dann weiß ich auch nicht, wie ich dir das erklären soll. Man sieht auf einem Video, wie sie sich in die Menge stürzen und zuschlagen. Das sieht ganz und gar nicht aus wie ein Witz. Das ist etwas völlig anderes. Hör mal zu. Nichts von all dem kommt an die Öffentlichkeit. Und in ein paar Jahren verhelfe ich dir zu einem Karrieresprung. Ich kann Fragen beantworten, die dich interessieren. Du willst doch bestimmt nicht immer für ProPublica arbeiten, sondern für ein großes Unternehmen, bei dem du mehr verdienst, oder? Ich warne dich nochmal, ich habe unser Gespräch aufgezeichnet. Und jetzt lasse ich dich gehen. Okay. All right, ma'am. In einem Bericht über Pistolis legen wir seine Identität und seine Taten in Charlottesville offen. Daraufhin schreibt der damalige Abgeordnete Keith Allison einen Brief an Verteidigungsminister James Mattis. Er bittet ihn, dem Fall nachzugehen und das Militär auf Rechtsextreme zu überprüfen. Haben Sie was vom Marine Corps oder von der Strafverfolgungsbehörde der Navy gehört? Nein. Wir haben über ProPublica davon erfahren und geschrieben, weil wir besorgt sind. Was erhoffen Sie sich von dem Brief? In der Vergangenheit haben Politiker und Militärs immer wieder Richtlinien geändert und deutlich Stellung bezogen. Das ist wichtig, denn meiner Meinung nach verkündet Trump die entgegengesetzte Botschaft. Fakt ist, wenn diese jungen weißen Extremisten unmaskiert mit Fackeln durch die Straßen ziehen, sagen sie damit, wir sind nicht besorgt. Wir haben keine Angst. Wir haben keine Angst, genau. Wir machen das einfach. Deshalb muss klar und deutlich sein, es ist inakzeptabel, Extremisten jedweder Art die beste militärische Ausbildung der Welt zu verschaffen. Denn gegen wen werden Personen wie Pistolis ihre Fähigkeiten dann wohl richten? Vielleicht auf seine Kampfgefährten oder seine amerikanischen Landsleute. Wir können darauf hinweisen und dann wird sich jemand dafür einsetzen und es zur Priorität machen. Deshalb machen wir das. Als der Jahrestag von Charlottesville naht, teilt uns die Staatsanwaltschaft von Virginia mit, sie habe Anklage erhoben. Offenbar ist sie denselben Männern auf den Fersen wie wir. In Orange County holt Sam Woodward seine geheime Existenz ein. Er wird wegen Hate Crime angeklagt. Vassilios Pistolis wird vor das Militärgericht gestellt und aus dem Marine Corps entlassen. Doch die Gefahr ist damit nicht gebannt. Unserer Quelle in der Atomwaffendivision zufolge hat die Gruppe bereits neue Mitglieder. Und Pistolis sei nicht der einzige Soldat in ihren Reihen. Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende.